Das Problem kennen viele, liebe Zuschauer. Eigentlich ist man ganz zufrieden mit seiner Figur, wenn da nur nicht diese kleinen Speckröllchen an Bauch und Hüfte wären, die weder durch Sport noch durch FDH weggehen. Jetzt soll es eine Methode geben, die genau diese hartnäckigen Fettzellen bekämpft. Und zwar ganz ohne OP und Fettabsaugen. Die Fettzellen werden einfach vereist und bauen sich dann von selbst ab. Das nennt sich Kryolipolyse. Und darüber spreche ich mit unserem Dr. Funky Funk, unserem Doc Beauty. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also erzähl, wie funktioniert das genau? Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass einfach die Fettzelle eine höhere Sensibilität gegen Kälte hat. Mhm. Das heißt also aber nicht jetzt einfach so die Kälte, die man so normalerweise draußen in der Natur hat, sondern eine Tiefkühlung. Mhm. Da wird ein Applikator auf den Bauch aufgesetzt oder an die Stelle, die man halt weniger haben möchte. Und dann wird diese Struktur wird dann auf 4 Grad runter reduziert. Mhm. Man muss, und das ist immer so zu dem Punkt, wir wussten am Anfang nicht so richtig, wie lange es eigentlich appliziert werden muss. Mhm. Aber eine Stunde ist quasi Pflicht, dass man das macht. Mhm. Und dann wird dann quasi die Fettzelle in sich in einen Reiz gebracht, dass sie sich selber zerstört. Mhm. Also es ist ein dynamischer Prozess, quasi Hilfe so zur Selbsthilfe. Was man hier auch jetzt sehr schön sehen kann, hier wird also jetzt erstmal so ein Tuch aufgegeben, um die Haut zu schützen. Mhm. Und dann wird hier mit einem Unterdruck, wird jetzt quasi mit dem Applikator, wird die ganze Haut bzw. auch das ganze Fettgewebe angesogen. Und diese Kälte wird dann auf diesen Block eingebracht. Und das reduziert dann die Temperatur auf 4 Grad. Mhm. Und dadurch entsteht dann quasi der Zelltod dieser Fettzelle. Sieht man sofort nach der Behandlung ein Ergebnis? Sofort nach der Behandlung kann es nicht sein, weil es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also das ist ein Prozess, der quasi der Körper selber macht. Mhm. Ich habe am Anfang, kann das ein kleines Hämatom sein, auch eine Schwellung sein. Ganz am Anfang ist es sogar hart, weil es ja gefroren ist. Mhm. Ja? Es ist eine richtige, eine kristalline Umstrukturierung des Fetts. Und es braucht ungefähr so 6 Wochen, bis man schon ein gutes Ergebnis sehen kann. Mhm. Aber zwischen 2 und 4 Monate liegt es so quasi generell. 30% Reduktion immerhin an der Stelle, wo es dann gemacht wurde. Und wenn ich noch mehr haben will, muss ich einfach noch öfter kommen? Dann muss man dann eben, dann, um dann 60% zu haben, muss man halt dann eben öfters machen. Funktioniert das an jeder Problemzone? Also es gibt ja Leute, die sehr unter ihrem Doppelkinn zum Beispiel leiden oder an irgendwelchen Oberschenkeln. Das Produkt ist noch relativ neu. Die Hauptapplikationen sind momentan Oberbauch, Unterbauch, Hüfte. Mhm. Aber jetzt momentan wird gerade daran gearbeitet, einen Applikator zu entwickeln, der jetzt speziell auch für den Hals da ist. Mhm. Weil es muss ja dann auch angesogen werden. Vor allen Dingen muss es auch so sein, dass eben dann auch dieser Kühleffekt dann voll in dieses Produkt, also in das Fett hineinkommen kann. Aber daran wird gearbeitet und auch für eine großflächige Bauchtherapie wird auch gearbeitet. Was für die Oberschenkel. Was kostet das denn? Also wenn ich es richtig verstehe, 15 Kilo, sage ich mal, zum Beispiel wegeisen das zu wollen, das ist zu aufwendig. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, was wir auch vorhin schon in der Anmod gehört haben, dass so resistente Strukturen, die eben diätresistent sind, die sportresistent sind, dass man die damit gut angehen kann. Quasi, da ist was, eigentlich ist es zu wenig, um viel zu machen und zu viel, um nichts zu machen. Mhm. Und das ist ja auch immer so der Punkt, wo man sich furchtbar ärgert, weil ansonsten ist man schlank und hat trotzdem da so eine Ecke, die bei jedem dünnen Kleid dann so rauskommt. Und das kann man sehr gut therapieren. Vor allen Dingen ist es eine Maßnahme, die man auch mal so zwischendurch machen kann, weil es keine wirkliche Downtime gibt. Also nicht dieser Heilungsprozess im klassischen Sinne, weil da eine große Wunde ist, sondern das Prozedere wird halt angestoßen und der Körper baut das für sich über die Zeit ab. Also in der Mittagspause kann man mal schnell zum Vereisen gehen und dann... Die Mittagspause, wenn es eine längere Mittagspause ist, quasi 3 Stunden, dann ist das machbar. Mhm. Also eine halbe Stunde ist natürlich zu wenig, was ich vorhin schon gesagt habe. Es braucht mindestens 1 Stunde. Mhm. Aber in einer 3-stündigen Mittagspause könnte man es rein theoretisch machen. Kostenpunkt noch ganz kurz? Für die große Applikation rund 700 Euro. Am Bauch zum Beispiel, um 30% weniger zu haben? Oberbauch für sich einzeln, Unterbauch für sich auch einzeln, weil der Nabel ist immer so eine Struktur, die etwas gefährlich ist und da ausgenommen werden muss. Aber, und dann für die Hüfte ca. 400 Euro. Kryolipolyse, unser Thema heute Morgen mit Dr. Wolfgang Funk. Dankeschön, dass du da bist.